guckt auf die Internetseite, das, was da in Richtung Meditation steht, diese ersten drei Artikel sind wichtig. Ne? Also freundlich, aufmerksam, gelassen mit mir, mit dir, mit allem. Ne? Der Serenity Prayer, rauszufinden, was man verändern sollte oder kann. Und das, was sich nicht verändern lässt, festzustellen mit Weisheit, das müssen wir auch kultivieren, Weisheit. Und das Rain-Prinzip ist auch wichtig, ne, festzustellen, was da ist, es anzunehmen, allow, dann tiefer zu blicken, also was draus zu lernen und dann nurture, den Weg kultivieren, Qi, Gong, Gong ist kultivieren, ist den Weg zum Besseren langsam einüben. Ne, also diese drei Topics sind zentral. Am besten ist wirklich die Schnappschüsse am Anfang sich zu merken. Wir waren bei diesem Schnappschuss haben wir aufgehört, ja, im letzten Monat. Wir haben das ja schon einmal gemacht. Also wirklich, na, man kann sich vielleicht merken, dass die linke Hand sinkt. Wichtiger ist das, was mit den Beinen passiert. Aber eigentlich jetzt diesen Schnappschuss nur. Den Übergang kann man mit der Zeit dann üben. Also hier nochmal den Raum wahrnehmen, der vor einem ist. Das ist wichtig. Dann diese Beak Hands. Ich wusste nicht, dass es Beak heißt, Schnabel. Die Finger um den Daumen zusammenkommen lassen. Ja. So dass man etwas greifen könnte, was aber nach unten entschwinden darf. Ja. Diese Hand bleibt, wo sie ist. Und auch in so einem linker Hacken ist angehoben, schmaler Stand. Und auch hier drin entspannen. Deswegen diese Schnappschüsse sind ganz gut. Dann das Öffnen. Das ist wie beim Gehen, ja. Nur ist das mehr 90 Grad jetzt. Und mit der Gewichtsverlagerung bleibt die Hand da, der ganze Oberkörper dreht zu diesem Schlag, keine Ahnung. Das ist das, was wir diesen ganzen Monat machen. Nochmal, ein Schnappschuss, auch einrichten, entspannen. Dann, egal wie ich da hinkomme, schmaler Stand, vorderer Teil des linken Fußes ist in der Höhe vom Fußdach. Ja. Hacken ist gehoben, auch hier drin gerade angenehm ausrichten. Meine linke Hand schützt meinen Raum vorne, Schnabelhand nach vorne, aber Schultern sind locker. Ein Schnappschuss zum Entspannen und egal wie ich da jetzt hinkomme, der Single Whip, der letzte. Auch das hier nehmen zum Entspannen. Ja, tiefer nach unten öffnen. Die Ausrichtung ist schon nach vorne, weil die Hüfte ist ja auch in die Gewichtung meines linken Beins gedreht. Einmal noch, ein einziges Mal für heute. Schnappschuss, Drehung, Schnappschuss, Öffnen, Gewichtung, Schnappschuss. Yes. Das ist schon alles. Wenn ihr das wirklich üben wollt, ihr kennt den Anfang, macht daraus eine Schleife. Also wenn ihr seit Anfang dieses Jahres dabei seid, letzten Jahres dabei seid, dann macht eine Schleife draus. Wenn ihr seit Anfang dieses Jahres erst dabei seid und nur dieses hier bis jetzt mitgekriegt habt, dann macht daraus Entspannungsübungen. Also die Schnappschüsse nehmen
und darin wie in der Anfangssequenz leicht bewegen, also so ein Ganzkörperscan machen und lösen. Ja? Also immer mehr rausfinden, wo ist was verspannt, kann ich das noch mehr entspannen und das quasi immer weiter. Also in dieser Position flexibel bleiben, also und darin entspannen, das ist ungeheuer wichtig. Weil diese Bewegungen dann sind quasi lauter Unterschnappschüsse, dass ich quasi jederzeit anhalten könnte und mich darin entspannen. Ja, jetzt kann ich den Schritt irgendwie entspannen und entspannen, 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 entspannen. Bis das ein ganzer Fluss wird und man sieht das dann auch, also von außen. Das ist quasi das, was manche Leute so toll finden, dass das so geschmeidig wie bei einer Katze aussieht. Das ist halt, weil man die ganze Zeit entspannt, obwohl man sich bewegt. Also so wenig Muskeln anspannt wie möglich, das ist wieder verkehrt formuliert, nur die, die wirklich notwendig sind, benutzt. Vielleicht so. Themen gibt es zuhauf, also eher solche, die halt in den Meditationsbereich gehören, der hierfür wichtig ist, weil sonst seid ihr immer auf so einem, ihr sucht das, was man in Meditation findet, bei Bewegung. Nicht so schlimm, bloß ich mache das nicht. Ich versuche nicht das, was man in der Meditation lernt, in der Sitzmeditation und aus den eigenen Fehlern lernt, eigenen Hindernissen, versuche ich nicht jetzt in die Bewegung zu pressen. Ja? Weil das meiner Ansicht nach auch in Erklärung und so weiter zu Abwägen führt. Das ist, wir machen Loriot-Meditation, einfach nur sitzen, Shinkantaza. Also aus den eigenen Reaktionen und sowas zu lernen, weil das trägt dann auch über den Tag, nicht nur in dieser einen Session.